Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's hier mit Until Dawn. Ja, im letzten Video haben wir ja so ein bisschen, ich denke mal, das war so ein bisschen so ein Einführungspart. Und zwar folgendes ist passiert. Vor einem Jahr sind hier genau in dieser Gegend zwei Schwestern umgekommen, beziehungsweise verschwunden. Ich sage immer noch, es war nicht meine Schuld. Es musste passieren, ja. Aber da haben wir schon mal so ein bisschen die ganze Spielmechanik hier kennengelernt. Und dass man hier doch einige Entscheidungen treffen muss, die krasse Auswirkungen haben können. Und ja, jetzt ein Jahr später treffen sich die Leute wieder hier in dem gleichen Gebäude. Und wir spielen erstmal die Gute hier. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Und müssen uns Richtung dem Haus bewegen. Den Killer haben wir schon gesehen. Der ist hier auch schon wieder am Start. Das verspricht doch viel Gutes. Was? Achso, ja, gucken wir das, ne? Das haben sie ja im letzten Video schon erklärt. Okay. Was? Schimmernde Objekte? Gibt's hier welche? Ne. Ah, da meinen die bestimmt, das ist hier an der Tür. Ja, da schimmert was. So, was haben wir gelernt? R2 halten. Das Tor ist kaputt. Klettere drüber, Chris. Na super. Ach Mensch, wie ich solche... Mit rechts. Oh, Scheiße, lassen wir's. Ja, wenn der das schreibt, würde das schon stimmen. Ach so. Okay, klettere drüber. Da blinkt wieder was. Da müssen wir hin. Hochklettern. Ich gehe auch nochmal sicher hier. Ja, uns hetzt ja niemand. Ja? Nee, nicht springen. Okay, das ist jetzt alles bisher noch nicht so schwierig. Ich denke mal auch bei den Quicktime-Events, da wird der Schwierigkeitsgrad nochmal anziehen. So, okay. Das eben war wohl aus der Sicht des Killers. Wir haben ja auch im letzten Video erfahren, verkackt. Hey, ist okay. Gut so. Komm her. Nicht bewegen. Echt süß. Also ich habe noch kein Eichhörnchen erlebt, was so zutraulich ist. Egal, was steht hier? Tutorial. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du... okay. R1. Oh Gott, die haben ja auch Eigenschaften. Ob man die ausbauen kann? aktuelles Ziel, gehe zur Seilbahnstation. Naja. Dann werden wir das mal tun. So, also was ich sagen wollte. Im letzten Video haben wir ja erfahren, dass dieses Haus auf einem Land gebaut wurde, was wohl mal irgendwelchen Eingeborenen oder so gehört hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dass davor gewarnt wurde, da zu bauen. Indianern, genau, richtig. Okay, Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Schmetterlinge warten vor einer Gefahr. Also rote Schmetterlinge. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freude betreffen sollten. Die Freunde. Oh, ich kann schon wieder nicht lesen heute. Es
Was macht denn das für einen Sinn? Tragödienfaust, die Freude betreffen. Okay, na gut. Führung. Gelbe Schmetterlinge betrachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Ja, was heißt das jetzt für uns? Ach du Scheiße. Nun kannst du die Totenartefakte entdecken, wenn du einen Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorahnung einer möglichen Zukunft. Naja. Was uns das letzte Totem gebracht hat. Na, dreh um. Schwarz. Na super. Okay, da haben wir nochmal zwei. Nee, gelb. Gelb. Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Naturfelder blauen, bla 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 bla. Das hatten wir schon. Jedes so. Okay. Das hatten wir schon, alles klar. Ereignis der Vergangenheit. Und wurden wahnsinnig. Lecker. Okay, Gott. Stand untersuchen. Zwillinge. Hinweis 1 nicht gefunden. Aber schon was verkackt. Totems. Von Sam heißt er. Hm? Bei der unteren Seilbahnstation gefunden. Ah, okay, mal gucken. Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von der Entscheidung ab. Okay. Ja. Haben wir ja gerade schon gemacht. Danke. Tutorial. So, okay, gut. Wir haben bei den beiden Zwillingen eine Sache schon mal nicht gefunden. Was natürlich relativ ärgerlich ist. Ah, hier steht was. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay. So, gibt's hier sonst noch irgendwas zu entdecken? Da steht ein Rucksack. Chris? Bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Oh ja. Aha. Sieh an, wer da ist. Hey, Schlüssel. Chris. Chris ist verknallt in Ashley, beschützerisch, humorvoll, methodisch. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Okay. Was ist hier? Hinweis entdeckt. Steckbrief. Gesucht. Victor Milgram. Geschlecht männlich. Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse, Blackwood Pines. Zuletzt gesehen. Hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Ja, jetzt halt mal die Klappe. 16.03.1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Okay. Gut, den Hinweis haben wir entdeckt. So, mit R1 können wir wieder irgendwas machen. Schmetterlingseffekt, da.
geht dich nichts an. Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Sam hat Chris erhaltene Nachricht gelesen. Hat sie das? Gut, dann ist halt beleidigt, wie auch immer. So. Ist hier noch irgendwelche Hinweise? Tada! Ziemlich krass, oder? Können wir nicht durchsuchen, okay. Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Rosa. Okay, los geht's. Okay. So toll, jetzt hier mit dem rechten Stick. Ziele mit dem rechten Stick, drücke R2 zum Schießen. Okay. Ja, ich drücke R2. Oder soll ich darauf schießen? Ich glaube nicht, dass deine Ziele weglaufen werden. Okay, verkackt. Darauf muss ich zielen. Oh Mann. Trevor. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feind. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, müssen wir jetzt auf das Eichhörnchen schießen? Nee. Nee, das machen wir nicht. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Schmetterlingseffekt. Wahrscheinlich fand sie das nicht so verkehrt, dass wir nicht aufs Eichhörnchen geschossen haben. Können wir mal kurz schauen? Ja, hier. Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Ah, schön. Gute Entscheidung. Mann, das ist okay. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt, in dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für die komisch ist, hier zu sein. Gerade da, weil auch die beiden, beziehungsweise gerade dadurch, dass die beiden Schwestern da verschwunden sind. Wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Da in der Seilbahn? So, okay, na wo ist er denn? Na, bis die Seilbahn kommt, können wir uns ja noch ein bisschen umschauen. Hier ist nichts. Na. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Naja, habe Geduld. Was haben wir hier? Blackwood Pine Hotel und Sanatorium. Für einen gesunden Körper und Geist. Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Hier gibt's noch was? Also Überwachungskamera von dem Haus? Nee, von der Seilbahn. Ist da irgendwas? Nö.
noch was? Nee, auch nicht. Da waren wir schon dran. Ja, wir wollen jetzt keine weiteren Sachen übersehen hier. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Okay. Scherzkeks. Okay, gab's hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Nö. Einer. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn. Wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Boah, bestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Boom. Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt. Naja. Diese ganze Thematik finde ich ja sehr interessant. Es gibt ja Butterfly-Effekt, den Film. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So ist das hier natürlich jetzt nicht, aber da ist man ja Jazz. Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Ja, selbstsicher und gut, glaube ich, okay, aber respektlos, naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Okay, bevor wir die begrüßen, würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen.